Herzlich willkommen zur Lösung der zweiten Aufgabe, bei der es dann letztendlich um die Blindleistungskompensation geht. Gucken wir uns die Aufgabe nochmal an. Also es geht um 2.1, ergänze das Zeigerdiagramm aus 1.6 um die Blindleistung des Kondensators. Und weil diese beiden Aufgaben zusammengehören, 2.1 und 2.2, machen die 2.2 direkt mit. Berechne die benötigte Kapazität des Kondensators. Also, wir schauen uns nochmal das Diagramm an, die Schaltung an. Wir haben hier den Motor und vorher die Leitung, die Zuleitung zum Motor. Und es soll jetzt um die Kompensation der Blindleistung durch diesen Kondensator gehen. Okay, schauen wir uns die Sache noch einmal unkompensiert an. Da haben wir einmal die Wirkleistung ausgerechnet von 570 Watt. Wir haben die Blindleistung der Induktivität ausgerechnet von 224 Bar. Und sind dann auf eine Scheinleistung von 614 Voltampere gekommen. So, und jetzt schließen wir den Schalter hier oben und schalten quasi den Kondensator parallel zum Motor. Und der Kondensator wird auch Blindleistung aufnehmen. Der Schalter ist geschlossen. Die Blindleistung QC ist negativ. Und mit der Blindleistung wollen wir im Prinzip die Blindleistung der Spule voll kompensieren. Das heißt, unsere Blindleistung, die der Kondensator aufnehmen soll, soll entsprechend auch 224 Bar sein. Also genauso groß wie die Blindleistung der Spule. Gut, damit haben wir das Zeigerdiagramm schon fertig. Wir können jetzt direkt den Wert der Kapazität berechnen. Und zwar gilt auch hier, dass QC gleich U² geteilt durch XC ist. Wenn man das nach XC auflöst, U² durch QC, entsprechende Werte einsetzt, dann kommen wir auf ein XC von 236 Ohm. Der Blindwiderstand XC berechnet sich aus 1 durch Omega mal C und das nach C aufgelöst, gibt C gleich 1 durch Omega mal XC. Und wenn wir entsprechende Werte einsetzen, dann kommen da 13,5 µF. Das heißt, wir müssen zur Vollkompensation einen Kondensator mit der Kapazität von 13,5 µF haben.